Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein zum Workshop für Hochsensible im November in Berlin. Es ist echt, ja, es ist schön, wieder da zu sein. Ich war länger auf Reisen und ich freue mich wirklich riesig auf den Workshop. Also es geht um das Thema, wie kann ich mit meiner hochsensiblen Wahrnehmung umgehen, wo ich dir ganz, ganz, ganz einfache Methoden zeige. Also das eine sind drei Satzanfänge und das andere, die andere Hauptmethode ist auch ähnlich leicht. Und damit werden wir einfach im Laufe des Tages Erfahrungen sammeln und experimentieren und ausprobieren. Also es ist wirklich ganz, ganz wenig Theorie und sehr viel geht es einfach um dich. Und das sowohl in geführten Meditationen, wo du einfach mit dir sein kannst, die sind dann live, ich werde sie auch aufnehmen. Aber erstmal sind sie ja für dich in dem Raum und für die anderen Teilnehmer. Und es gibt auch viele Partnerübungen, vielleicht auch Gruppenübungen, wo es darum geht, dass dann eine Person einfach da sein kann und ja vielleicht ganz tiefe Traumata lösen oder was auch immer da ist an Sachen, die dich so zurückhalten von dem wirklich du zu sein, an Blockaden, an Stress, an Ängsten, die völlig normal sind, die wir alle haben. Und genau danach gibt es dann einen Wechsel, wo dann dein Partner, also wo du deinen Partner dabei unterstützen kannst, das zu machen. Und im August war es schon so bei einem Workshop, wo ich immer noch ja, ganz gerührt bin, wenn ich daran zurückdenke. Da, ich habe die Teilnehmer einfach eingeladen, wirklich komplett ihren Impulsen zu folgen. Also auch wenn ich eine Übung, eine neue anleite und du bist vielleicht noch nicht fertig mit der letzten Übung, dann kannst du wirklich einfach dem Impuls folgen und sagen, ich bin gerade nicht dabei mit meinem Partner oder bei meiner Partnerin, wir machen diese Übung noch zu Ende. Und was dadurch entstanden ist, spüre ich die Energie richtig in meinem Herzen. Es war einfach, dass wir einfach eine Gruppe waren von hochsensiblen Menschen, die zusammengekommen sind und einfach immer mehr begonnen haben, sich selbst zu vertrauen und den Impulsen und denen nachzugehen. Und es war so wunderschön, weil plötzlich braucht es keine Grenzen setzen mehr, im Sinne von, ich konzentriere mich auf das Grenzen setzen, weil es einfach so klar war, das bin ich und das will ich und das nicht und das kann ich auch kommunizieren. Ja, das ist ja quasi Grenzen setzen, aber das ist wie nebenbei hat sich das geklärt oder gelöst. Und ja, darauf freue ich mich einfach, dass wieder so ein Tag stattfindet oder zwei Tage. Du kannst eben, wie du magst, an einem oder an beiden Tagen kommen, wo einfach aus verschiedenen Fremden, die zusammenkommen und die irgendwie das gleiche Thema haben, nämlich herauszufinden, wer bin ich und wie kann ich mit dieser Wahrnehmung besser umgehen, ja, wie innerhalb von Minuten, also so war das letzte Mal, wirklich eine Gemeinschaft entstanden ist, die bis jetzt noch anhält, wo sich ja die Teilnehmer über Facebook, in der Facebook-Gruppe, die wir haben, treffen, auch in anderen Städten besuchen und wo ich mich auch riesig freue, wenn du dabei warst, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich da echt wie, was macht denn die Ente jetzt? Wie ein kleines Kind. Ja. Und genau dazu möchte ich dich einfach ganz herzlich einladen. Ich habe gar keine Worte genau, um zu beschreiben, was eigentlich passieren wird. Also es ist einfach, der Rahmen kannst du dir vorstellen, ist einfach ein Rahmen von, du darfst du selbst sein. Du bist eingeladen, mit allem da zu sein, wer du bist. Und egal, ob das jetzt wunderschön ist oder ganz viel Schmerz, wir hatten es auch letztes Mal, dass das einfach gleichzeitig da sein konnte, nebeneinander. Weil einfach der Rahmen ja dafür da ist. Und innerhalb dessen zeige ich dir ein ganz, ganz paar einfache Methoden, die du nach in den Alltag mitnehmen kannst, die ich eben im Laufe von Jahren und Zehntausenden von Euro so zusammengesucht und erfahren habe. Und das ist so der Beginn der Reise quasi. Also danach kannst du die einfach im Alltag weiter anwenden. Und für mich sind diese Methoden, die ich dir zeige, wirklich der Unterschied gewesen. Und bis heute von Burnout und ich war wirklich fix und fertig zu, ich lebe mein Leben so, wie ich es leben will. Ich bin super glücklich. Nicht immer geht es mir gut. Es kommen auch immer noch Sachen hoch und Ängste und dergleichen. Auch gerade jetzt ist so eine Phase, wo ich mich einfach sehr, sehr verletzlich fühle. Ist auch Herbst, so ein bisschen die Zeit des Rückzugs. Ja, und diese Methoden gebe ich dir einfach an die Hand. Und ich weiß, es ist schwer zu vermitteln, was das für eine Atmosphäre war letztes Mal oder insgesamt die letzten Male, was da entsteht, wenn einfach Menschen zusammenkommen, die gerade an einem ähnlichen Punkt sind im Leben.
Und wie ermächtigend das sein kann. Also inzwischen würde ich es fast eher Wahrnehmungsstärke nennen als Hochsensibilität, weil das ist es für mich. Also ja, ich schreibe in den Facebook-Text vielleicht noch ein paar Teilnehmerstimmen vom letzten Mal, dass du so eine ganz grobe Ahnung hast, was da passiert ist und wo ich mich so drauf einstelle, was dieses Mal wieder passieren könnte. Aber letztendlich ist es wirklich ganz, ganz stark eine Reise zu dir selbst und das in einem ganz, ganz liebevollen Raum, wo du wirklich verletzlich sein kannst, wo du dich zeigen kannst, wie du bist und einfach, wo du deine nächsten Schritte gehen kannst. Jetzt habe ich, glaube ich, genug erzählt. Es ist wirklich so, ich mache das wirklich aus tiefstem Herzen. Und es ist einfach mein größter Wunsch, dass, wenn das gerade das Richtige für dich ist, dass ich dich gerade mit diesem Video auch so erreichen kann, dass du dabei bist. Und gerade hoffe ich einfach, dass es dich im Herzen anspricht, weil von da kommt es gerade. In Worten kann ich das gerade gar nicht mehr so gut sagen, was wirklich da ist. Vielleicht lasse ich es einfach los, dass ich es, irgendwie versuche ich es gerade noch, das in Worten auszudrücken. Also es das heißt, wenn du dich angesprochen fühlst, dann vom Herzen her, dann komm einfach, mach eine Anzahlung über PayPal, das steht auch alles im Text, dann ist dein Platz sicher. Und dann sehen wir uns am Samstag und am Sonntag oder nur an einem der beiden Tage. Genau, und vorher am Abend, am Freitag, ist auch noch der Einführungsworkshop und ein Abend-Einführungsworkshop. Das heißt, falls du erstmal reinschnuppern möchtest, kannst du das dir auch da anschauen. Und wenn noch genug Plätze da sind, dann spontan entscheiden. Ja. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit. Jetzt wird es mir langsam hier kalt ohne Jacke draußen. Ich dachte halt, das sieht besser aus im Video. Und ja, ich würde mich riesig freuen, dich im Workshop zu sehen. Du bist ganz, ganz herzlich eingeladen. Und wie gesagt, entscheide von da aus, ob es gerade das Richtige ist oder nicht. Oder schau einfach. Also da ist, glaube ich, schon die Antwort. Und es kann auch ganz normal sein, wenn du vorher Ängste hast, du denkst, oh Gott, was wird das? Das ist ganz normal. Vielleicht ist auch nur Vorfreude da. Also bei mir ist auch mal beides. Ja, genug erzählt. Ich freue mich sehr auf dich. Alles, alles Liebe.